freue mich, dass Sie hier heute alle so zahlreich erschienen seid und begrüße gleichzeitig zur Pressekonferenz des MSV Frankfurt vor dem Spiel in Cottbus. Ich begrüße auch unseren Cheftrainer Benno Möhlmann. Morgen früh geht's los nach Cottbus. Was gibt's aktuell zu sagen zur Lage beim FSV Frankfurt? Ja, das ist richtig. Wir fahren morgen früh schon nach Cottbus. Ist ja doch eine etwas weitere Reise und ich denke, wir fahren mit dem Gefühl dahin, dass wir grundsätzlich gut gestartet sind und dass wir gegen einen Gegner spielen, der allerdings das Gleiche von sich behaupten kann und dass damit letztlich gute Voraussetzungen gegeben sind, um wirklich ein gutes Spiel auch in Cottbus zu sehen. Gutes, spannendes Spiel, in dem oder für das ich einfach hoffe, dass wir da auch wirklich über 90 Minuten als gleichwertiger Gegner oder Spielpartner auftreten können und auch dann in diesen 90 Minuten zeigen, dass wir einfach was mitnehmen wollen, dass wir nicht ohne Punkte zurückfahren wollen in der langen Nacht, dann am Freitag auf Samstag. Wir haben von der personellen Seite sicherlich die Problematik der Langzeitverletzten. Der Tosunoglu ist ja schon ewig nicht dabei, der Marcel Gauss, der Mesulecki und auch der Anthony Jung fehlen weiterhin. Der Björn Schlicke wird nicht spielen können. Das sind Fakten, die wir haben, aber alle weiteren Spieler sind einsatzfähig, können dabei sein. Und denke, dass ich noch ausreichend Möglichkeiten habe, da dann auch mich entscheiden oder Möglichkeiten ist vielleicht der falsche Eindruck, aber ausreichend noch mir Gedanken machen muss, wen ich denn letztlich dann wirklich auch auf den Platz da am Freitagabend zunächst schicke. Wir haben auf jeden Fall vor, die Spieler des Kaders, die in der U23 auch gestern Abend zum Einsatz gekommen sind, dann auch die Woche hier zu lassen und am Samstag dann das nächste Spiel bei der U23 zu machen, bis auf den Sören Pearson, der natürlich mitfährt. Wir werden dafür die U19-Spieler, die ja erst am Sonntag ihr Punktspiel haben, mit nach Cottbus nehmen, damit sie auch ein bisschen näher ranrücken. Und ich denke, dass sie das auch durch ihre bisherigen Leistungen im Training und auch in ihren Mannschaften, weil das ist für mich, oder auch in ihrer Mannschaft, weil das ist für mich mit das Entscheidende, sich das auch redlich verdient haben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über dieses Auswärtsspiel. Und hoffe einfach, dass wir einen weiteren Schritt auch in der Entwicklung der Mannschaft sehen. Denn das ist nötig, dass wir von Spiel zu Spiel auch in dieser Phase weiterkommen, um wirklich auch weiterhin punkten zu können. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Möhlmann. Es gibt doch sicherlich noch Fragen von Ihrer Seite aus. Bitte wie üblich in das Funkmikrofon. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wer den Björn Schlicke ersetzen kann, man ihn nicht, wer für ihn spielen wird. Ja, aber wir trainieren heute noch, wir trainieren morgen noch, wir trainieren auch am Freitagmorgen noch. Wir haben noch 3 Einheiten, also das ist auch in meinem Kopf noch nicht hundertprozentig sicher. Ich muss einfach auch die Entwicklung abwarten. Ich meine, der Glitzern hat sicherlich jetzt mittrainiert, hat auch eine Halbzeit gespielt, ist selber zuversichtlich, dass das auch so bleibt, aber die Garantie haben wir nicht. Wir werden sehen, wie das am Freitag alles aussieht bei ihm und wie es eben auch dann in der Verbindung mit den anderen Spielern aussehen könnte. Ich versuche immer dann aus den Spielern, die mir zur Verfügung stehen, eine gute Mannschaft auf den Platz zu stellen und das werde ich auch dann am Freitag versuchen. Ja, können Sie etwas nochmal zu der außergewöhnlichen Tabellenkonstellation sagen, beziehungsweise sich auch nochmal etwas näher zum Gegner Cottbus äußern? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo die Frage drauf hinauszielt, wenn Sie zur Tabellensituation. Die Tabelle ergibt sich immer nach den Punkten, die man hat. Das ist so, dass das hier so berechnet wird und nach den Punkten und dem Torverhältnis sind wir halt im Moment da angesiedelt. Ja?
Ja, die Cottbusser, denke ich, dass sie auch im letzten Jahr schon einen Kader zusammen hatten, der über die Saison gesehen hätte besser stehen müssen. Die haben es im letzten Jahr nicht geschafft. Die haben sich dieses Jahr nochmal wieder verstärkt, ergänzt. Die haben eine stabile Basis auch von erfahrenen Spielern in ihrem Kader. Sie haben einen guten Trainer. Es ist eine Mannschaft, die oben steht und die Fachleute denken, dass sie auch auf Dauer da oben stehen bleiben kann. Das ist Fakt und sie haben den enormen Vorteil, das muss man ganz klar sagen, dass sie natürlich schon ein fanatisches Publikum haben, was sie zu Hause gut unterstützt. Das ist immer auch ein Fakt, der einfach hilft, der vor allen Dingen hilft, wenn es gut läuft und im Moment läuft es gut bei Cottbus. Gab es schon eine Rückmeldung von dem Odise Roschi, der ja mit Albanien im Länderspieleinsatz war? Ja, der war gestern, ist er in der 55. Minute eingewechselt worden und hat da gespielt. Aber ich habe ja noch mit ihm nicht gesprochen. Ich weiß jetzt auch nicht, wir erwarten ihn im Laufe des späten Nachmittags hier. Und ich denke, wenn was passiert wäre noch in den 35 Minuten, dann hätte ich schon Bescheid bekommen. Also insofern gehe ich davon aus im Moment, dass er unverletzt auch wieder zu uns stoßen wird morgen. Keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.